Willkommen zurück zu Operation Universalis 4. Mit mir. Und der Krieg gegen Jemen. Jemenische Krieg. Der gute Krieg gegen Jemen. Ja, ich denke mal, das ist eine relativ safe Sache. Das ist kein Problem. Fast schon ein bisschen langweilig, würde ich fast sagen. Jetzt wird es nur spannend. Jetzt kommt nicht der Flottenkampf. Okay, Moral ist besser. 3-4 zu 3-1. Die haben eine höhere GB. Taugt mir nicht so. Aber wir haben ein Backup-Schiff. Warum bauen ja eigentlich die Schiffe alle nur? Ah, war ich dumm. Ich hätte Grundsteuer machen sollen. Hm, naja. Davasir, das gebe ich an meine Friends. Ah. Ach so. Ja gut, dann gibt's mir zurück. Achso, geht nicht mehr. Gut. Naja. Scheiße. Kriegsreparation, Handelsamtliche, Gold. Herzlichen Glückwunsch. Also wir sollten die Schlacht eigentlich gewinnen hier. Wir haben ein Schiff verloren. Jetzt haben wir welche gekapert. Und eroberte Schiffe 0? Hä? Ach, es waren nur Verbündete. Wir haben ein Schiff verloren einfach nur. Liegt so gut. Verstehe nicht, warum die Schiffe alle nur in einem Hafen gebaut werden. Naja. Lassen wir mal so stehen jetzt hier an der Stelle. Kolonien läuft an sich ganz gut. Viehbestand, das läuft nicht so gut. Ich hasse Viehbestand. Der nächste General ist gestorben. Wir haben jetzt offiziell tatsächlich keinen einzigen General mehr. Oh, ein Maschinen, Alter. So, und die haben wir mal eben kaputt gemacht. Das ist noch diese Hafen, diese Seeregion hier, wo die gleich rausploppen werden und ein x-tes Mal zerstört werden. Es ist nur die Frage, wohin gehen sie jetzt? Weil viele Rückzugsmöglichkeiten haben sie nicht mehr. Naja, stimmt, die letzte Provinz mit dem Hafen. Musikplayer. Wie viel Musik das hier eigentlich gibt, ne? Können wir Shuffle machen? Kontextbezogener Shuffle. Kein Bock auf kontextbezogenen Shuffle. Deswegen kommen wir die gleichen Lieder kontextbezogen. Also Flotte ist ready. Was passiert eigentlich, wenn die keinen Platz mehr haben? Ziehen sie jetzt irgendwo hin zurück oder was? Naja. Wieso habe ich nur 78%? Wegen den Makurianern oder was? Naja. Frieden verhandeln. 1, 2, 3, 4. Das nenne ich mal einen saftigen Frieden. Das nenne ich doch mal einen saftigen Frieden, meine Freunde. Geil. Sehr nice. Sehr, sehr knorke. Alles Koring. Und wir können endlich unseren Regierungsrang aufwerten zu Kaiserreich. Gibt uns 25 Prestige. Erreicht eine kuschitische Kulturunion. Es ist ein Kaiserreich. Alle kuschitischen Kulturen werden nun in unserem Reich akzeptiert. Ganz toll auf alle Fälle. Hat uns auch Regierungslippe, glaube ich. Ich glaube, es hat uns Regierungslippe gebracht. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir sind jetzt nun endlich ein Höchstreich. Höchststufenreich. Höher geht nicht mehr heute. Okay, das nehmen wir gerne an, weil das ist eh nicht mehr so wichtig. Das Einzige, was wir jetzt hier noch machen können, ist unsere Regierungslimit erhöhen. 1240 jetzt. Okay. Und was wir natürlich auch machen, nach und nach, ist die Druckerpresse. Haben wir jetzt auch langsam in unserer Nähe? Und globaler Handel arbeitet sich weiter voran. Kannst du nur wieder gucken, gleich mit den ganzen Rebellen hier. Wo die wieder alle aufploppen. Gibt's hier irgendwelche interessanten Erlasse? Entwicklungskosten, aber nee. Nicht so wirklich. Können aber die Autonomie in ein paar Gebieten verdingern. Das wird vielen Leuten nicht passen. Wenn jetzt dann doch relativ viele Aufstände gleich bekommen.
Aber ein bisschen mehr Geld haben wir auch. Ist das nur das Problem? Hm? Ja, ja. Nee. Viel zu teuer. Seid ihr blöd? Wo sind die? Die sind da unten. Das passt. Die können wir auch direkt... Ich würde auch sagen, dass wir die auch mal gleich provozieren. Sobald das möglich ist, weil... Mal gleich gucken, dass wir da gar keine Probleme mit denen haben. Dann gucken wir auch nochmal. Wieso kann ich das nicht machen? Ich habe eine Rebellenarmee. Okay. Weil wir haben überall relativ gut. Die werden unter 30 fallen. Die Ulemas. 57. Wir warten nochmal ganz kurz. So, 1000 Diplomat. Die investieren wir jetzt mal rein. Militärisch gehen wir auch nochmal weiter. Okay. Die afrikanischen Dragoner. Ja, mehr Professionalität. Aber das Ding ist, wir haben jetzt hier erstmal Rebellen. Timuriden, meine Freunde. La 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 la. Wie wär's mit einer Staatsehe? Ja, 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 ja. La 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 la. Österreich. Osmanisches Reich. Waren die schon mal im Krieg miteinander? Ich glaube ja nicht. Die waren aber im Krieg mit Mecklenburg, Polen, Litauen, Island. Ja. Ich glaube, dass die Osmanen höchstwahrscheinlich gewonnen haben, so wie ich die Gebiete hier sehe. Letzte Kolonie. Sind wir hier durch? Dann haben wir das Gebiet auch komplett im Besitz. Dachte ich eigentlich. Nee, doch, der kommt da. Der braucht ewig, bis er da mal ankommt. Voller Sack. Bisschen schneller machen hier. So koptische Fanatiker. Die kommen da unten. Oder? Nee. Kommen denn die? Da kommen die. Da wäre sogar eine Festung. Hä? Hä, was? Lol, was? Ihr seid Pisser, Alter. Oh, das war richtig uncool. Krass. Krass, wie asozial einfach. Ey, das war jetzt kacke. Gut, da habe ich auch selber natürlich ein bisschen gefailt in der Position, aber trotzdem. Uncool. Übrigens haben wir jetzt nur noch 212 Jahre vor uns. Also gar nicht so viel eigentlich. Weil wir sind ja auf einem ganz guten Weg. Wir sind ja ein großer Plop. Blob, ein großer Blob, wie man so schön sagt. Kurz die Musikplayer wieder weg, dankeschön. Sind auf Platz 10 der Gesamtpunktzahl, aber Großmacht, technisch bleiben wir auf Platz 7. Unsere Wertung ist ganz gut, wir sind eher sogar auf dem Weg auf Richtung Rang 6. Aber Osmanen und Britannien sind halt echt... Das Ding ist, ich möchte das halt auch nicht irgendwie exploiten oder... Es gibt natürlich Möglichkeiten mit Exploits und so, bla, dass du da irgendwie die Ziele erreichst, das will ich ja gar nicht. Das ist ja auch gar nicht das Ziel hier. Das ist ja einfach nur tatsächlich ganz normal zu spielen. Und dabei zu gucken, was man so machen kann halt. Ohne Tryharding, ohne... Swookidibookidi. Okay, können relativ viele Manufakturen bauen. Das machen wir auch gleich wegen Einnahmen. Wir haben ja relativ viel Handelsgebäude eigentlich. Also auch relativ viel wertvolle Provinzen. Bündnisangebot aus Beja. Nö. Wir könnten Kriege eingreifen zwischen Österreich und... Ah! Der Krieg der protestantischen Liga. Wir würden uns quasi gegen Osmanen und Frankreich anschließen. Kein Bock. Ist dumm eigentlich. Wenn ich klug wäre, würde ich mich anschließen. Hey, wie kann man denn 23... Wie kann man denn so stark sein, also so groß sein, aber so schwach auch? Wo wollen die alle Kriegszugang hier bei mir? Was ist denn das hier? Ist das hier, ist hier unten der Krieg oder was? Die tun so, als ob der Krieg hier unten direkt um die Ecke ist. Glaubt mir ja keiner. So. Songhai sieht uns nicht länger als Rivalen an.
Der Grund dafür ist ganz einfach, und zwar, weil die einfach zu schwach sind. Halt. Die können gar nicht mein Rivale sein. Wie die auch alle armeetechnisch stärker sind als wir. Das ist so traurig. Kein Zugang. Warum? Warum wollen die Militärzugang bei mir? Ich verstehe es nicht. Bin ich dumm, dass ich es nicht verstehe? Oder übersehe ich irgendwas? Ich weiß es nicht. Bestimmt gibt es irgendeinen Grund. Schon gibt es irgendeinen Grund und ich sehe den nicht. Warum bin ich eigentlich so schwach militärisch? Wir haben 120.000 Mann. Wir haben eine Reserve von vielen tausend Mann. Relativ starke Flotte eigentlich auch. Wo ich nicht wüsste, wo die ist. Ah, danke schön für die zusätzliche Rekrutenreserve. Weiß ich sehr zu schätzen. Können wir beide bitte da hingehen? Das ist hier wieder typisch, weißt du? Wenn ich dann gerade mal darüber nachgedacht hätte, ob ich irgendwie mal wieder Land fordere von den Ständen, kommen die wieder irgendwelchen dummen Sachen an. Naja, Versammlung einberufen, was gibt's denn heute so? Badawa Grundsteuer 6. Ja. Meistens ist es zwei Plops, die man machen muss, und das ist auch mal relativ einfach. So, das Ding ist nur, wir verlieren dann hier wie immer 20, aber keiner fällt unter 30, das passt. Können wir einfach mal problemlos Land beschlagen haben, das nochmal erleben darf. Okay. Und das Zeitalter des Absolutismus ist eingetreten. Gut, also wir haben eine Armee von 200. Truppenlimit, das kriegen wir bestimmt hin. 5 geforderte Kulturen. Seit Teil der Gewinnerseite des Religionskriegs wird nicht möglich sein. Gründet 3 unterschiedliche Handelshäuser. Das sollten wir hinkriegen, rein theoretisch. Unser Admiral ist gestorben. War schade. War mal ein großer Fan von meinem Admiral. Lass mal gucken. Also globaler Handel. Der hat sich hier sogar schon ausgebreitet. Das Ganze zu fördern kostet, ist noch nicht genug. Okay. Die Druckerpresse kommt einfach nicht zu uns. Das ist unglaublich, echt. Die sich einfach weigern, hier bei uns mal herzukommen. Und das Teil ist, ist halt auch, wenn wir jetzt Krieg gegen die Osmanen führen, die würden uns so kalt machen. Die würden uns so vernichten. Das wäre nicht feierlich. Unteres Jemen. Gäbe es. Oh ja, doch, warum nicht? 36. 36,6. So, was wir jetzt danach machen, sobald die Schiffe hier ready sind. Achso, jetzt werden sie sich zu zweit. Jetzt bauen sie sich zu zweit, oder was? Auch interesting. Okay, passt. Der Rest ist jetzt nicht so wichtig gerade. Wir können immer noch in den Krieg eingreifen. Das Ding ist nur, bin ich dann, warte, ich muss auf der Gewinnerseite des Religionskriegs sein, ne? Ja, nein, das schaffen wir nicht. Ihr seht das selber, die Österreicher mit ihren Friends. Die haben halt auch eine viel zu starke Koalition gegen sich mit den Osmanen. Das, mit den Osmanen ist halt Bullshit. Timuriden und Osmanen, wie sind es mit euch eigentlich, beziehungstechnisch? Nicht so schlecht, wie ich es mir wünschen würde. Können die Osmanen... Können die so beliebt sein? Sogar Politon hasst die gar nicht. Der osmanische Blob, kotzen echt. Das ist doch scheiße. Das wird sich, das wäre halt cool, ne? Sidamo. Wachsende Beliebtheit von Sufi-Orden. Naja, warum nicht? Ein süffiger Orden, den mag ich auch. Unsere Kolonien entwickeln sich sehr gut weiter. Dann können wir ja nicht nebenbei wieder gucken, dass wir die... Ich weiß nicht, will ich die überhaupt angreifen, Kalundwa? Habt ihr überhaupt noch irgendwas von Interesse? Ein paar Provinzen. Hier könnte man vielleicht wirklich mal diese ein bisschen Handelshäuser-Geschmarre machen. Vielleicht sollte ich mal kurz meine Handelsrouten überdenken.
zieh dich mal zurück. Weil das Ding ist, wir haben eigentlich hier relativ wenig Einfluss in der Region, aber hier zum Beispiel haben wir relativ viel Einfluss. Warten wir mal kurz, bis er zurück ist. Kurz gucken. So, genau, hier unten hin. Das sollte uns eigentlich mehr bringen. Weiß Provinz einem Handelshaus zu. Der Handelswert ist halt relativ niedrig. Wir tun das meiste auch wieder woanders hinschicken. Meiste schicken wir dahin. Hier haben wir 60%. Schöpfen wir das eigentlich hier ab? Ja, hier schöpfen wir ab. Okay, wir sammeln hier 24. Das heißt, wir gucken ja quasi, dass wir genau das Zeug dorthin. Weil hier relativ wenig ist, erstmal generell gesagt. Und du schöpfst auch ab, naja. Aber wir sammeln hier relativ wenig, weil wir relativ wenig Einfluss haben, was ich relativ interessant finde. Ich glaube, das Problem sind die Swahilis. Die Swahilis machen hier ein bisschen Faxen. Aber wir warten jetzt erstmal ganz kurz, bis wir ein bisschen die Rebellengefahr gelindert haben. Eine religiöse Einheit ist ein kleines Problem, aber nichts Dramatisches. Aber spätestens, wenn wir die neueste Idee dann freischalten, sollte sich das erledigt haben. Okay, also kolonialtechnisch, das können wir noch machen. Das holen wir uns noch als letztes. Dann haben wir komplett unser gesamtes Land verbunden. Überall Verbindungslinien hin. Da bin ich da auf alle Fälle mal happy. Was wir jetzt auch nochmal machen können. Ja, guck mal, gucken quasi. Entschuldigung. Oder eigentlich sollten wir hier. Also, wer das so macht, sollte das eigentlich so aufgeführt sein, dass das, was wir da erhöhen, uns finanziell das meiste bringt. Naja, ein Punkt mehr. Warum nicht? In Frankreich gehe ich ganz bestimmt keinen Militärzugang. Ihr Geier. Okay, Handelsschützen. Das gibt uns 1, 9, 4, 3. Schau, das gibt uns noch mit 4. Okay, jetzt gibt es da gleich wieder ein paar Aufstände. Die erstmal darum kümmern. Die kommen dort. Ah, okay. Müssen wir es so machen? Ah, ich verstehe. Okay, solche Typen seid ihr. Okay, Jemen wird oben sein, aber da haben wir eine Armee da auf alle Fälle mal. Mal einen Anführer rekrutieren. So viel kann man da ja eigentlich auch nicht falsch machen. Dann bekämen wir das Ding noch. Und verliere ich ungern politische Macht. Immer so eine Sache, die ich immer ganz gerne für mich habe. Hamburg möchte militärischen Zugang. Leute, Hamburg weiß nicht mal, wo wir sind. Da hat irgendjemand militärischen Zugang zu meinen Provinzen, die nicht mal wissen, dass ich existiere. Braucht jetzt hier keiner erzählen, dass Hamburg weiß, wo wir sind, also. Autonomie. 4603. Okay, Rebellen 1. Das ist auch das, was ich befürchtet hatte. Weiß jetzt nicht, ob die im Einflussbereich der Festung liegen. Wir werden es gleich herausfinden. Ich glaube nicht, das ist zu weit weg, oder? Ja, scheiße. Geht dann mal dorthin. Ich könnte kotzen. Tut noch wirklich alles, um mich zu hindern. Behindern. Ja, Rebellen, ne? Ich will doch nur euer Bestes eigentlich. Man würde denken, ich bin irgendwie ein böser Mann oder so, der hier das Schlechteste von denen will. Nein, wir würden alle zusammenarbeiten. Okay, hier können wir sogar den Aufstand ebenfalls provozieren. Das sind dann auch 20.000 Mann, aber da haben wir zwei gleich starke Armeen und haben einen guten Befehlshaber. Das sollte man eigentlich gewinnen. Dachte ich bis gerade eben, hat sich dann aber auch direkt als Fehler herausgestellt. Das ist interesting. Da haben wir aber eine Festung in der Nähe, oder? Nee, auch nicht. Scheiße. Da kriegen wir da auch Nationalismus. Nein. Jetzt verlieren wir die Schlacht auch noch, oder was? Jetzt bleibt man aber auf dem Teppich hier. Nee, danke. Das wäre jetzt aber gewesen, hätten wir die Schlacht auch noch verloren.
Unterhalt 206 ist aber schon teuer. Könnte ich mal was bauen? Reißen das Ding mal ab. Bauen dafür hier eine Zweierfestung hin. Hauptsache, dass das eine Festung ist. Du-du-dum. Du-du-dum. So. Die kommen hier. Ah, schau mal, die Swahilis haben auch ein bisschen Probleme mit Rebellieros. Auf alle Fälle gucken, dass wir das Inselchen hier erobern, weil ich glaube, hier ist gefühlt der gesamte Handel. Das ist nicht ganz so nice. Da läuft der Handel lang. Da oben. Ich mach's da ein bisschen umständlich, oder? Warte mal, ich hab... Wir haben hier eigentlich... Was ist denn der Handelswert? Also was ist denn... Lokal 766. Nein, ist Lokal 9. Mit Eingang 823. Wenn ich jetzt sage, ich lass mal ihn... Warte, wir haben den Handelspunkt auch bis jetzt. Das gehört ja uns, das ist ja unser. Es gäbe bestimmt noch eine etwas bessere Möglichkeit bezüglich des Handels. Bin mir ziemlich sicher. Koptische Fanatiker. Was seid ihr? Probeziehe ich jetzt irgendwas, weiß nicht mal, was es ist. Koptische Fanatiker. Da oben. Wo sind die denn hingelaufen, Feiglinge? Erst hier Krawall machen und dann 100 Kilometer wegrennen, weißt du, das sind immer die Besten. Mocha. Doch, Mocha ist Teil meines Reichs. Sogar ganz rechtmäßig hier, wie ihr sehen könnt. Da. Schon lange integriert. Apropos integriert. Kultur. Wir haben aktuell akzeptierte Kulturen sehr viele. Wir können aber noch die mit fördern zum Beispiel mal. 51,2. Oha. Unruhe. Was? Unruhe lokal plus 3? Warum? Warum Unruhe fördern? Okay, die sind gut gespawnt und die machen wir auch direkt kalt. So mag ich das. Okay, jetzt haben wir noch die Kalundwischen-Typen. Das werden, die werden hier drüben irgendwo sein, denke ich mal, wegen Kalundwisch und so. Ja, die spawnen auch da in der Ecke. Dann werden wir uns wieder um Swahili kümmern. Was wollen die denn von mir? Warum beleidigen die mich? Die können sich mal mit meinem kleinen Finger aufnehmen und die meinen, sie können mich beleidigen. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, ich habe einen falschen Lack gesoffen oder so. Was ist denn das für ein Witz? Also Besteuerung kannst du vergessen, aber Produktion kannst du immer wieder ein paar Sachen ausbauen. Handel, naja. Ja, unsere Güter wieder mit auch ausbauen, Güterproduktion. Einnahmen bei 55 in der Zwischenzeit, das ist doch mal toll. Rekrutenreserve. Haben wir leider ein bisschen verloren, noch ein paar Kriege. Was? Wissensteilung? Aber gerne doch. Das nehme ich tatsächlich gerne an. Weil unser Wissen ist im Arsch. Merkantilismus fördern? Nö. 12% unseres Einkommens im letzten Monat stammen von Handel. So viel ist es jetzt auch nicht. Leider keine kostenlose Richtlinie, das ist das Problem. Okay, pass auf, wir kümmern uns jetzt noch um die hier. Und dann werden wir uns um Swahili kümmern. Das ist eine knappe Geschichte gewesen, weil wir immer einen Überquerungsmalus hatten. Kurz meine Flotte. Kommt mal her. Gibt es schon mal hier in Position. Swahili ist mit verbündet mit Gilan. Keine Ahnung, wer oder was dieser Gilan ist. Die haben 55 Schiffe. Das ist leider das Problem. Dass sie relativ gute Flotte haben. So. Trotz allem, das einzige Ziel ist das hier.
Wir brauchen jetzt natürlich ein paar Boys. Ihr geht mit nach unten. Ihr geht auch mit nach unten. Da haben wir auch schon eine Armee. Haben wir 80.000 Mann da. Die können wir eigentlich auch mitschicken. Ein, zwei Armeen lassen wir natürlich oben im Norden. Um auf etwaige Situationen regieren zu können. Das Wichtigste ist nur das hier. Die Insel müsste eigentlich wahrscheinlich relativ gute, einen relativ guten Handelswert haben. Aber da müssen wir gleich mal gucken. So, habe ich noch Ansprüche auf Provinzen? Ja, als Kriegsgrund nehmen wir Sansibar, Tralala. Hasa wird uns unterstützen, was ich total cool finde, weil eigentlich ist der Krieg weit weg. Schau an, wie weit der Krieg weg ist. Trotzdem würden sie uns unterstützen. Das finde ich ehrenhaft. Weil ich kein Interesse an eurer Unterstützung habe, verzichte ich doch trotz allem. So, ihr geht gleich mal hier hin, dachte ich eigentlich. Jetzt hat. So, und da haben wir uns auch direkt die Hauptstadt. Und das andere Ziel wäre eigentlich zur Insel hier rüber zu schippern. Weil es eigentlich nicht so interessant ist, was den Handel angeht. Error 404, deutsche Sprache not found. Okay, das Ding haben wir hier erobert, damit bin ich happy. Frage ist, können sie überhaupt ihre Flotte unterhalten, wenn sie kein Geld dafür haben? Jetzt kommt die Druckerpresse langsam. Jetzt kommt sie langsam. Armselig. Globaler Handel ist übrigens schon durch. Manufakturen, ja, schon so. Das Ding ist ja, dass umso länger das Spiel dauert, desto einfacher ist es dann auch natürlich neue Technologien und Fortschritte dann mit zu erlangen. Hier unterbrechen wir den Handel hier. Was ist eigentlich dieses Gila an? Ist die da unten? Nee. Okay. Gut. Damit weiß ich da natürlich auch schon mal Bescheid. Okay, sind die alle so scheiße? Also ist mal ohne Witz. Jetzt hoffe ich mal, dass wir irgendwas Gutes kriegen. Ich habe auch gar nicht genug Geld, die alle auszutauschen die ganze Zeit. Ah ja, perfekt. Das ist doch mal Glück. Also so viel Glück musst du doch erstmal haben. Wird den Unterhalt leicht. Mal beide auf Stufe 2. Haben wir immer noch ein Plus von 36. Passt doch. Hauptstadt fällt auch gleich. Wir gehen hier die Handelsroute weiter entlang. Wir haben eigentlich noch ein paar Truppen, so ist es ja nicht. Komm, wir rufen euch jetzt dann. Komm, rufen wir sie mit rein. Die wollen mich so hart unterstützen die ganze Zeit. Dann machen wir das mal. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut rein. Ciao.